Und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim. Ja, nach einer etwas, naja, sagen wir mal, längeren Pause, die anderen beiden Folgen, die noch hochgeladen wurden, werden, wie auch immer, je nachdem, welchen Zeitspanne ich jetzt mal erzähle, sind natürlich noch uralt Aufnahmen. Da sieht man erstens daran, dass in dieser Aufnahme hier ein ganz anderes Auflösungsbild zu sehen ist. Also die Auflösung hier ist wesentlich, wesentlich besser. Und zum anderen merkt man das auch ein wenig daran, dass ich wieder mit ein bisschen mehr Elan spiele, weil ich Skyrim wirklich jetzt extrem lang nicht mehr angefasst habe. Und ich hatte auch Skyrim eingestellt, weil es halt kaum jemand geguckt hat, abgesehen von der einen Folge, die irgendwie gefühlte 900.000 Mal angeklickt wurde. Die Giobs Botschaft, diese Sammelquests, ich glaube, wenn man zu Sammelquests komplette Videos erstellt, hat man eine enorm hohe Trefferquote bei den Suchen. Und wir befinden uns hier in der wunderschönen Stadt in Rabenfels hier auf Solstheim. Allerdings, wie ihr schon seht, mit einer ganz anderen Kluft, mit ganz anderen Klamotten an. Das liegt daran, dass ich den Spielstand bis hierher nachstellen musste. Also praktisch, erinnert euch an das große Pausending, wo wir die Waffen abgelegt haben, vielleicht noch, wo wir dann so ein bisschen umgestanden haben. Von dem musste ich praktisch bis hierher wieder spielen. Das heißt, uns fehlen natürlich auch die ganzen Gespräche. Die führe ich aber nicht nochmal. Das heißt, wir werden uns jetzt hier so ein wenig umsehen. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich... wir sollen hier mit irgendjemandem sprechen. Ja, der große Stein, da müssen wir hin. Wir hatten, glaube ich, in der... Wie war denn das? In dieser Folge sind wir, glaube ich, nur rumgerannt, haben geguckt. In der letzten Folge, in der 103, sind wir nämlich hier angekommen, wenn ich mich nicht täusche. Und ich muss bis zu dem Punkt spielen, das werde ich dann auch erzählen, bis da ich wieder aufgenommen hatte. Und da sind ein paar Folgen abhanden gekommen, um genau zu sein, sind es... Was? Sag das nochmal. Hallo du. Den sie vergessen okay. Haben. Ihr dort. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Nein. Ja. Aha. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Ich suche jemanden namens Mirak. Mirak. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht woher. Oh. Wartet, ich erinnere mich, aber es ergibt nicht viel okay. Sinn. Mirak ist schon seit Tausenden von Jahren tot. Was bedeutet das? Hä? Verstehe ich nicht. Wie? Er ist schon tot. Suche ich hier schon wieder nach einem Toten oder was? Meine Fresse. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Äußerst unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mirarks. An eurer Stelle würde ich doch... Das machen wir natürlich. Was tun denn überhaupt diese Leute hier? Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber zu verlieren. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Tja, was habt ihr denn versucht, sie aufzuhalten? Sicher nicht. Dadurch würde ich stören, was auch immer hier vorgeht. Dann könnte ich nicht mehr sehen, wie es ausgeht. Was könnt ihr mir denn über Morrowind erzählen, lieber Freund Nelord? Nachdem die Stadt wie weg zerstört wurde, brauchten wir Jahrzehnte, um sie wieder aufzubauen. Wir sind noch immer nur ein Schatten unserer glorreichen Vergangenheit. Aber eines Tages werden wir uns erheben. Ah ja, gut. Sind wir fertig? Die bauen hier irgendwie so eine Einfassung für diesen Steinpümmel, der hier aus dem Wasser ragt. Den sie vergessen haben. Hallo du da, erzähl doch mal was. Hier schuften wir. Aha. Des Nachts holen wir uns wieder. Ja. Was bei Tage gestohlen wurde, okay. Weit von uns entfernt. Ah ja, was haben wir denn hier? Erdstein. Wächst er uns doch. Durch die Berührung des Steins
scheint dir demselben Einfluss unterlegen zu sein wie die anderen. Oh, Mira. Und wenn die Welt erst hört. Ich frage mich, wie lange dieser Effekt wohl anhält. Und wenn die Welt möglicherweise ist er so bleibend wie bei den anderen. Hier in seinem Schrein. Ihr wart eine interessante. Ach, ihr scheint dem Effekt durch Einsatz eurer Willenskraft widerstehen zu können. Faszinierend. Tja. Ich würde den Stein an eurer Stelle nicht noch einmal berühren. Ein wiederholter Kontakt könnte. Es sei denn, natürlich, ihr könntet mir bei meinen Nachforschungen behilflich sein. Ich frage mich, ob man einen Drachen leben kann. Das wäre ein fantastisches Testobjekt. Ja, ich verstehe schon. Ja, diesen Bug da unten, ne, dass das nicht verschwindet, den hatte ich in der lustigerweise, das ist das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann aus der Aufnahme, den hatte ich in der Aufnahme auch. Das ist ewig da geblieben. Das war nervig. Gut, das hatten wir auf jeden Fall jetzt auch mal gemacht. Wie gesagt, bitte verzeiht, wenn irgendwas verdoppelt ist oder so. Ich werde jetzt auch nicht so lange, weil ich weiß, dass ich in der Folge 3 schon so viel rumgerannt bin und gefragt habe. Ich habe mir die natürlich so ein bisschen angeschaut. Werde ich nicht allzu lange hier rumtollen, sondern ich will versuchen, relativ schnell hier wieder wegzukommen. Am besten ist, wir gucken auf die Karte, was wir eigentlich machen sollen. Das heißt, erst auf die Karte, wir gucken mal hier. Untersucht den Schrein. Was ist da momentan? Achso, hier, jetzt sind wir zum Tempel. Gehen wir aber erst einmal zu unserem Freund. Wir gucken erstmal generell, ob das der richtige Speicherstand ist, würde ich sagen, oder? Dazu, nicht die hier, so. Mit Skure, nee, wir wollen nämlich gucken. Das Horn. Die neuesten sind immer oben, ne? Ja, okay, wir sind also im richtigen Speicherstand. Und wir werden erstmal ein bisschen unsere Quest besorgen. Beziehungsweise wir gucken erstmal mal, bevor wir hier irgendwo hinrennen. Am besten draußen vor dem Tor hier, vor dem Eingangsbereich. Da sollen wir uns ein bisschen umsehen, erstmal wie denn die Insel überhaupt aussieht. Das sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Wir sind natürlich nicht allzu weit vom Level. Das heißt, es kann ein wenig härter werden. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, wie ich es schon angekündigt habe. Und deshalb wahrscheinlich erstmal failen werde. Guck mal, ein alter Bauernhof da vorne. Ja, den du vergessen hast. Ich weiß. Ich vergesse immer so viel. Unter anderem auch die Aufnahmen zu sichern. Was geht denn da vorne los? Also, hallo? Ihr könnt doch nicht einfach... Geht aus der Sonne! Ihr ekelhaften... Alter, die Asche... Ah ja, wir haben ja zwei Schwerter. Wir sind ja hier als Damage-Stealer unterwegs. Wer bist du? Hey du! Danke. Ich war nicht sicher, diesen Hof lebend wieder verlassen zu können. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über meinen Kameraden hier sagen. Was waren das für Dinger, mein Freund, Hauptmann Velev? Einige Mitglieder der Redoran-Wache nennen sie die Aschenbrut. Es kümmert mich nicht, wie sie heißen. Ich weiß nur, dass sie eine Gefahr für Rabenfels darstellen und aufgehalten werden müssen. Da hat er allerdings recht. Die hauen sich aber auch ganz schön, also die halten eine Menge aus, muss man sagen. Da ist tatsächlich eine Bedrohung. Und ich merke gerade, das Mikro ist schon die ganze Zeit etwas weiter weg. Dann führen wir sofort wieder zurück. Also. Ich wollte nach Hinweisen auf ihre Herkunft suchen. Mir ist klar, dass das nicht gerade der beste Ausgangspunkt ist, aber wir wissen, dass sie aus dieser Richtung kamen. Ich würde euch gerne helfen. Was haltet ihr denn davon? Gut, ich kann jede erdenkliche Hilfe gebrauchen. Außerdem möchte ich weder Rabenfels im Stich lassen, noch weitere Redoran-Wachen verlieren. Na dann, wo fange ich denn am besten an? Die Aschenbrut überfiel uns hinterrücks, als wir gerade den Hof durchsuchten. Seht euch um. Vielleicht findet ihr ja etwas Nützliches. Das machen wir genauso auch. Und warum glaubt ihr denn eigentlich, dass die Angriffe hier von diesem Artiushof, wo wir den Namen ja auch genau wissen, weil wir ja so übermächtig sind, ausgingen? Sag doch mal, lieber Velev. Das tue ich nicht.
Ich weiß nur, dass die Aschenbrut aus dieser Richtung kommt. Also können wir genauso gut dort anfangen. Gut, dass der Hof schon lange verlassen ist. Ich würde nicht miterleben wollen, wie sie über einen unbewaffneten Bauern und seine Familie herfallen. Wie lange ist der Hof eigentlich schon verlassen? Weiß ich nicht genau. Angeblich ist es ein alter kaiserlicher Hof, der beim Ausbruch des Roten Bergs zerstört wurde. Ich weiß nicht, wer dort früher gelebt hat. Der Hof war schon bei meiner Ankunft in Rabenfels eine Ruine. Okay, ja gut, die Rest, Meldet was hat die denn so bei? Kriegserklärung, Brutasche. Kriegserklärung, die lesen wir natürlich gleich danach. Hier nehmen wir auch wieder alles mit. Ja, guck mal, hier sind, Alter, die bestehen aus Edelsteinen, die Viecher. Und hier haben wir einen Knochenrüstungsbrusthahn, also schwere Rüstung sogar. Helm, Schild. Boah, wir haben ein paar Sachen bekommen auf jeden Fall. Jetzt liegt hier zwar ein Lack Leiche rum, aber nicht von schlecht. Na, die Kiste ist geplündert. Naja, wem wundert's? Gut, wir gucken uns hier noch natürlich noch ein wenig um. Trammwurzeln hier. Ah ja, hier scheint eine Tür gewesen zu sein. Das sieht aber nicht nach einem kaiserlichen, das sieht aus wie ein Bauernhof von den Nord. Gut, wir haben eine Kriegserklärung gefunden. Wie ging man hier ins Menü mit B? Objekte. Wir hatten Bücher. Übrigens ist das hier wieder so eine, ich habe es heute schon mal erwähnt, in einer anderen Aufnahme. Ich werde das Ganze jetzt nämlich am Stück aufnehmen und dann im Hintergrund einfach, also im Hintergrund, im Nachhinein einfach dann zerstückeln, schneiden, wie auch immer. Ich habe jetzt 3 Folgen vorgeplant, das heißt eine Stunde werde ich jetzt hier dran sitzen und dann ist auch gut. So, nur mal so nebenbei. Und dann habe ich ja vorgesorgt für die nächste Zeit, also bis Folge 117 habe ich ja schon aufgenommen. Das ist aber dann wieder eine alte Aufnahme. Also nicht wundern, wenn ich da wieder ein bisschen... Ja, also ist eine ältere Aufnahme und ja. Gut, suchen wir mal die Kriegserklärung. Da fehlt uns immer noch eine Seite, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die haben wir aber schon gefunden. Das weiß ich ganz genau, dass wir die in eine der, ich glaube in Folge 117 sogar haben wir die geholt. Das war nämlich eine der Sachen, die ich nachgeholt habe. Möchte ich in diesem Fall nur noch mal anmerken, dass ich die letzte mittlerweile gefunden habe und dass ich mich sehr schäme für den Ort, wo sie war. Wo ist denn jetzt die Kriegserklärung? Hallo? Kriegserklärung. Festung Rabenfels. Meine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation eurer Streitkräfte und zur sofortigen Einstellung aller Feindseligkeiten wurden mehrere Male ignoriert. Daher bleibt mir keine andere Wahl, als anzunehmen, dass euer Anliegen auf Solzheim feindseliger Natur ist und die Festung Rabenfels daher als Feind des Kaiserreichs zu betrachten. Ich warne euch, jeden Versuch Festung Frostmutter anzugreifen, werde ich mit dem gleichen Maß an Aggression begegnen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, euch und eure Armee von Angesicht Tamriels zu fegen. Dieser Brief soll das letzte sein, was ihr von ihr hören werdet. General Falcarius, Standortkommandant, Festung Frostmotte. Ah ja. Also ein Relikt aus vergangener Zeit. Wollen wir uns die erstmal ganz kurz machen. So. Marsch der Toten. Wir müssen nochmal mit dem Typen hier reden. Du da. Habt ihr etwas gefunden? Hier, ich habe eine Notiz gefunden. Lese die mal durch. Äußerst merkwürdig. Sie ist mit General Falcarius unterschrieben, aber das kann unmöglich sein. Wieso? Nun, Carius war der Kommandant der kaiserlichen Garnison von Festung Frostmotte. Aber er starb vor über 200 Jahren beim Ausbruch des Roten Berges. Er kann einfach nicht mehr am Leben sein. Ja, okay, wir gehen gucken, oder was meinst du? Wenn General Carius noch am Leben ist, muss es irgendetwas geben, das ihn am Leben hält. Geh zur Festung Frostmotte und untersucht sie. Ich werde mich zurück nach Rabenfels begeben und die Männer auf weitere Angriffe vorbereiten. Okay, das machen wir natürlich. Seid vorsichtig. Ja, ich glaube auch. So. Oder ist einfach nicht informiert worden, dass das hier mit Einvernehmen des Kaiserreichs geregelt wurde. So.
Wir können ja mal die neue Rüstung, andererseits... Wir gucken erstmal, was für Werte denn die neue Rüstung hat. Ich meine, die hier sieht zwar cool aus. Und ich mag es auch so ein bisschen in dem neuen Look rumzurennen, den ich mir hier angelegt habe. Aber man kann ja vielleicht den Look auf die neue Rüstung übernehmen. Ich mag sowieso mal mit gemischten Rüstungen durch die Gegend zu laufen. Das hat einfach mehr Stil. Die Musik ist auch sehr schön hier. Ich mag die Musik. Kleidung, Knochenpanzer, die hat 46. Was hat unsere? Unsere ist besser. 18. Welche Stiefel? Achso. 16, okay, aber die Knochenrüstungsstiefel sind besser als unsere. Gut, aber lohnt sich also nicht wirklich. Ja, Mira Ark, ich weiß. Also der Bug, der nervt so ein bisschen. Das Schlimme ist, wir dürfen den wahrscheinlich die nächsten zwei Folgen auch noch mit uns rumschleppen. Weil, wie man sieht, er verschwindet nicht, sondern er bleibt da. Das geht, glaube ich, erst beim nächsten Laden wieder weg und das kann ja eine Weile dauern. Wir holen uns erstmal ein paar Wegpunkte, würde ich sagen, bevor wir hier groß was machen. Hier irgendwo soll auch ein... Ah, da ist das Ding. Guck mal, hier ist wieder so ein Grab. Wer ist er denn? Hallo, du! Verdammt! Was soll ich nur tun? Ja, was ist denn los? Mit mir? Was ist mit euch los? Tut mir leid, gerade waren ein paar Hawk-gesichtige Feiglinge da, um mich zu verhöhnen. Ach was. Es wird wohl nichts schaden, es euch zu sagen. Ihr seht ziemlich ehrlich aus. Ah, ja? Mein Name ist Ralis. Ralis Sedaris aus Gramfeste. Auf mich wartet ein Finanzier drüben auf dem Festland. Hat mich hergeschickt, um ein paar seltene Antiquitäten aufzutreiben. Die Relikte von Arzidal. Aber die Sache hat sich blitzschnell zum Desaster entwickelt, das kann ich euch sagen. Ah, was ist denn passiert? Wer ins nördliche Aschland kommt, erwartet gar nicht, dass alles glatt läuft, wisst ihr. Aber das hier war nicht ganz mein Fachgebiet. Als ich anfangs nach Kolbjorn kam, war es nicht einmal zu sehen. Unter der Asche begraben, wie das meiste auf dieser verfluchten Insel. Ich habe einen Haufen von dem Zeug fortgeschaufelt, der höher reichte als mein Kopf, bloß um das Hügelgrab zu finden. Wer weiß wie viel, um die Tür zu erreichen. Ausgrabungen sind nicht unbedingt meine Spezialität. Und selbst wenn, die Aschestürme wehen die Grube schneller wieder zu, als man graben kann. Warum stellt ihr nicht ein paar Bergleute aus Rabenfels ein, mein guter Freund Ralis? Glaubt ihr, ich hätte so viel Gold? Nein. Ich werde erst bei Lieferung bezahlt. Kann's mir nicht leisten, hierfür 1000 Septime aus eigener Tasche zu löhnen. Man braucht Gold, um Gold zu machen. Und so weiter. Es gibt eine Menge davon zu holen, aber ohne etwas Startkapital komme ich nicht dran. Ich habe etwas Geld. Such dir nach einem Geschäftspartner, mein Freund. Wir haben wirklich ein bisschen Geld. Was? Meint ihr es ernst? Also, ich glaube, das könnte ich hinkriegen. Um die Einzelheiten können wir uns später kümmern. Wenn ihr das Gold organisiert, organisiere ich erstmal die Ausgrabung. Habt ihr das Gold? Natürlich habe ich das Gold. Alles da. Nun denn, sieht aus, als läge ein gutes Stück Arbeit vor mir. Ja, dann mach dich mal ran. Ich gehe nach Rabenfels zurück und treibe ein paar Bergleute auf. Sobald wir etwas einigermaßen Ansehnliches gefunden haben, schicke ich euch Nachricht. Es ist eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen, Partner. Wir sehen uns bald. Der kommt mir etwas zwielichtig vor, aber ansonsten netter Kerl.